No sign of Ursula anywhere. I wonder where that sea witch could have gone. Ariel's been crying for a long time. What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run if we could stay all day in the sun? Just you and me, and I could be. It's Ursula. She must have turned herself into that girl. Okay, that's it. Das ist ein Sniper-Schuss. What happened? Eric! You can talk. You're the one. The girl who sang to me. Oh, Eric. I wanted to tell you. Of course. It was you. You're the one who saved me that night in the storm. Oh, Ariel. I'm sorry I didn't figure it out sooner. You're the one I love. Eric. Not so fast! Do you see what I see? You're too late. Ariel! Mindestens ist sie jetzt in einem Meerjungfrau. Und stirbt nicht beim Versuch, unter Wasser zu atmen. Stay out of this, you fools. Triton's precious little daughter signed a contract. Now, dearie, let's see how beautiful you are when I'm through with you. Also, da gehört frittiert. No good. Let her go. Ich sehe schon die Noppen da. Das werden auf jeden Fall kleine süße Pulpo-Arme. Now. Even the great King Triton can't go round breaking binding contracts. Why, it just wouldn't do, would it? Now, if you'll excuse me, I have some loose ends to tie up. Wait, Ursula. You win. Just promise you'll let my daughter go. But we had a deal. Unless, of course, you're offering to take her place. I'm afraid I have no choice. Your Majesty! Jetzt muss er sich verlieben. Nein, er nimmt die Strafe auf. Ja, ich weiß, die Tage sind schon rum, aber jetzt hat er den Deal unterschrieben, dass er zum Mensch wird und sich oben verlieben muss. In Erik. Hat er nicht geschafft. Und er wird zu einer kleinen Seegurke. Mit Bart. Ja, das braucht er dann ja auch nicht mehr. Hat eh keine Hände. At last. Daddy! Ah, who's the mighty ruler of the seas now? You monster! Let him go! Ah! Jetzt kommt er. Hat erstmal einen Speer geworfen. Oder eine Gabel. Ich hab's nicht gesehen. How dare you, pitiful, insignificant human! Hey, Abschau. Mehr Schaum. No, you won't bow to me. So, nach den 20 Minuten Sequenz kommt jetzt das, worauf wir ganz lange gewartet haben. Eine Musical-Folge. Oh mein Gott. Die hat Tinte gepullt. Ich hab mich eingetintet. Ja. Ah. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich hoffe, T singt jetzt innerlich mit. Er hat nämlich die Texte schon von mir bekommen. Er kann jetzt
Einfach den Text aufmachen und dann GW. Wow, ich hab mich hingeguckt. Das ging ja schnell los. Santa verschissen. Ja. You got what you deserved. Schaum, mehr Schaum. Mein süßen schnell wie der Flieht. Halt zu schätzen, ihr enttäuscht mich nicht. Eure Pflicht. Ausgewichen, puh. Und wenn jetzt gegengedüst. Nein, nur Donald. Ich weiß. Hat auch verdient eigentlich. Beide besiegt. Alright. I'm not gonna lose her. Right, we're with you all the way. Und mehr Schaum. Meine Süßen, schneller wie das Licht. Liebste Schätzchen, ihr enttäuscht mich nicht. Mann, Haufen, verflüchtet aus. Und tut eure Pflicht. Sorry, Mommy. Your poopsies are toast. Sie sind bereit. Gucken. Und du. Geschafft! Ich hab sie gekillt, Junge! Jack! That's what you think! No! It's not possible! It's over, Ursula! It's not possible. It's impossible. All right then. You can have it. Ich meine, kann er werfen. Hier hast du's. Und da geht die Luft raus. Und die tintet sich wieder ein. Ganzer Stack Tintenbeutel liegt da jetzt rum. Museum war es tot. 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 Please, Ariel. You can come out now. It's okay. Oh. Ariel? Jetzt ist sie nicht mehr Jungfrau. Ne, warte mal, jetzt ist sie wieder eine Meerjungfrau. Jetzt muss er sich auch so ein Ding wachsen lassen. You see, Eric? This is why I went to Ursula. This can't be. I would have told you sooner. To think. Eric, goodbye. I had all that time and I didn't work on my swimming. Huh? Aww. Well, I guess it's never too late to learn, right? Will you teach me? Oh, I'd love to. All right. Oh. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Mysteriöser Graben. Eisbasierte Attacken. Apropos Eis. Wenn ich jetzt gleich auswählen kann, das erste, was ich mache, ist diese Fähigkeit weglernen. Prinz Erik ist ein starker Typ und mutig obendrein. Aber er ist ein Mensch. Oh Mann, nicht schon wieder. Wie lief es mit deinem Vater, Ariel? Super, danke für eure Hilfe. Ich muss los, bis später. Hey, warte. Sebastian, beinahe hätte ich es vergessen.
König Triton sagte, das diesjährige Fest sei so wichtig, dass das Musical besser alles übertrifft, was du je gemacht hast. Alles übertrifft, was ich je gemacht habe? Oh. Sag schon, was denn los? Ihr müsst mir Gefallen tun. Flüster, flüster, flüster. Oh, was? Quack. Aber wie? Das hätte das Musical perfekt gemacht. Und wir werden rausgeschmissen, wa? Natürlich. Wir müssen Blitzgar haben. Natürlich, wir brauchen mehr Special Effects. So, wir gehen jetzt einfach irgendwo rein. Nein. Nein. Zum Beispiel hier einfach. Warum willst du da rein? Einstellungen. Sauber. Wenn ich nur einmal in meinem Leben auf Eisrad drücke, dann rasiere ich irgendwelche Kätzchen. So. Also, was ich nur gerade lustig fand, habe ich gerade gesehen. Thea hat noch geschrieben, The Mighty Ruler of the Seas, hat sie ja gesagt. Das mächtige Lineal der Meere. Das stimmt schon, das ist... Ja. Sie war das mächtige Lineal. Was, Kätzchen rasieren? Was, das hat er gesagt? Ich habe ihn gar nicht so gehört. Niemand hört mir zu. Deswegen kann ich das so easy going raushauen. Das ist nicht üblich, dass man Streamern zuhört. Nein, was normalerweise macht man eigene Dinge. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Der Meteorstab gekriegt. Ja, wann war das? Keine Ahnung. Jetzt vielleicht. Geben wir das einfach mal. Ist ja jetzt kein schlechtes Teil, ne? Haben wir was Neues gekriegt? Donnerrose, war das? Ja, das Den ist da. Voll schwer. Ja, das ist auch ein neues. Was aber du magst ja kein Eis. Nein. Ja, aber Eis ist auch kacke. Nein. Das geht nur nach vorne. Könnt ihr nicht nach oben? So wie bei Feuer früher in dem ersten Teil. Was ist damit kaputt? Ja, aber das Feuer in dem Teil finde ich auch scheiße. Ja, das ist drumherum. Das ist okay. Drumherum. Ja, ist okay. Kann mit leben. Oh, ein Expertenring, Junge. Junge. Ich bin aber ein Mädchen. Und jetzt? Für ein Methylkristall machen wir das aber nicht. Dann spare ich den Energiestein lieber. Oh, B-Teile kosten halb so viel. Na toll. Jetzt weiß er. Was habe ich jetzt gebaut eigentlich? Wie heißt das Ding? Irgendein Experten. Genau, was macht der ja? Nur AP, okay. Ah, der kann die aber nicht gebrauchen, die AP. Naja, nimmt er einfach noch eine andere Fähigkeit mit rein. So, jetzt gehen wir raus. So. Welches von den beiden nehmen wir jetzt? Nehmen wir Agrabubu. Oder Halloween. Weiter rechts. Weiter nach rechts. Gehen wir erst im Olymp? Ja. Ja, okay, also doch, weil er 39 steht. Also gehen wir in nicht in Agrabubu und Olymp, sondern wir gehen im Olymp. Nein, doch Olymp. Nicht in Halloween Town, meine ich. Hey. Oh, der sieht schon wieder so wie so ein Lappen aus. You feeling any better? Ja. Well, same routine. Wonder Boy here thinks his hero days are over. And Phil thinks it's all in his head. Gorshirk, we know you're a hero. That's right. Blunderboy. How could you mope on a momentous day like today? The Underdrome's back, and you are gonna fill the stands. After all, your fans won't settle for anything less than a certified hero. I mean, if you're not up to it, you could always just, I don't know, lose. I bet you'd like that. Excuse me? Hey, I'm not a selfish guy. I'm not like those high and mighty snobs up on Olympus. I stand for the masses, and have I got a massive idea. The games, ladies and gentlemen, are back. Yours truly, Hades, the one and only Lord of the Dead, brings you the ultimate games to celebrate the reopening of the ultimate Colosseum. We'll finally answer the age-old question, who deserves the title Ultimate Hero? These games are gonna settle the debate once and for all. The winner reigns supreme. Of what? You guessed it, the Hades Cup! And I assure you that the great Hercules will be there, otherwise...
you'll never see your girlfriend again. Lowlife. You're too kind, kid.